Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine Limited Edition bei mir eingetroffen, die jetzt online gegangen ist bei Lookfantastic. Und zwar ist das die Icons Edit. Richtig krass. Leute, dieser Inhalt wird uns alle flashen. Und wenn du Bock auf diese Box hast, beziehungsweise auf den Inhalt zu entdecken, ja, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir machen die jetzt zusammen auf. Also, die kostet 80 Euro. Mit meinem Code CLAUDIWELT könnt ihr auf alles immer den maximalen Rabatt bekommen und auch auf diese Box, nämlich 5 Euro. Also 75 Euro wird die dann kosten und die hat einen Warenwert von 270 Euro. Die Frage ist immer, ist einem das auch wert? Ist es einem das auch wert, was man dafür bezahlt? Und deswegen schauen wir mal zusammen hier rein. Die ist super schwer, die ist sehr, sehr prall gefüllt. Und wir haben bei Lookfantastic hier immer diesen Schuber drumherum und dann haben wir diese schlichte Box. Und weil ich persönlich mich so freue, dass ich diese Möglichkeit bekomme, euch diese LEs vorzustellen, euch generell die Neuheiten und die Produkte von Lookfantastic zu präsentieren und diese großartige Kooperation mit dieser wundervollen Firma zu haben, möchte ich euch auch in diesem Video wieder was zurückgeben, und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. So. Es ist Juli, wir haben Sommer, Sonne, Sonnenschein und dementsprechend soll auch bitteschön der Inhalt hier drin sein. Wir schauen mal hinein. Das war ein Reim, aber so richtig. Oder war das ein unreimer Reim, weil ich quasi die gleichen Worte benutzt habe? Egal. So, wir starten das Ganze mit dekorativer Kosmetik von NARS. Ach, du ahnst es nicht. Afterglow Liquid Blush, 7 ml in der Farbe Orgasm. Wie wundervoll. Also den müsste ich auch noch selber da haben, habe ihn letztens auch noch in Anwendung gehabt, in diesem Video verwendet. Ne? Das ist ja richtig geil. Und das ist eine Originalgröße. Das ist so dermaßen abgefahren. Der ist ein bisschen subtiler, den muss man sich einfach ein bisschen aufbauen. Okay, ich habe ihn in einer anderen Farbe, in Dolce Vita. Das heißt, dann habe ich jetzt auch noch eine zweite Farbe. Behalte ich die? Behalte ich die nicht? Ich kann euch ja mal Dolce Vita, kann ich euch mal swatchen. Orgasm ist heller. Das ist halt meiner. Aber der lässt sich halt so schön einarbeiten. Ich finde den gut. Das ist jetzt kein Bam in your face. Also der ist nicht richtig krass doll. Es ist halt eher dezenter unterwegs, was man aber auch ganz gut im Sommer verwenden kann ohne Foundation, wenn man halt nur so diesen leichten, sonnengeküssten Look haben möchte. Okay, wir machen jetzt erstmal weiter, bevor ich jetzt irgendwie... Ich habe hier noch mehr Originalgrößen drin, Leute. Das ist jetzt von Christophe Robin. Da hatten wir auch letztens eine Limited Edition von. Das Cleansing Purifying Scrub. Und ich finde es so schön. 250 ml. Ich habe das, was ich in der anderen LE hatte, schon wieder unter der Dusche stehen. Und das ist ein Kopfhautpeeling. Und es hört sich total bekloppt an. Aber für mich persönlich ist so Juli, August auch die Adventskalenderzeit. Da geht es halt so langsam los und dann ist halt super heiß draußen und ich sitze hier dann in Weihnachtsklamotten und ja, bin Santa Claudi. Ne? Falls ihr keine Adventskalender-Unboxings von mir verpassen wollt, abonniert super gerne diesen Kanal. Auf jeden Fall brauche ich dann auch ein Kopfhautpeeling. Das tut meine Kopfhaut sehr gut, sie ist sowieso sehr sensibel und wenn ich dann halt ein gewisses Milieu auf meinem Kopf habe, wird es halt nicht besser dadurch. Und also dadurch, dass ich eine Mütze ständig trage und deswegen kommt das sehr, sehr gut. Aber das ist auch so gut geeignet, wenn man halt irgendwie eine juckende Kopfhaut hat oder im Sommer, wenn man viel schwitzt oder so. Wir tragen da ja auch wahrscheinlich alle ein bisschen mehr mal so eine Kopfbedeckung oder sowas, ne? Und da schwitzt man auch drunter, gerade wenn ich jetzt auch so an die Gartenzeit denke. Das ist ein richtig tolles Produkt und ich freue mich richtig doll, dass es hier mit drin ist, Leute. Yo, Bondi Sands ist hier auch noch mit dabei. Gut, das feiere ich persönlich jetzt nicht nur, weil das ein Self-Tanning Foam an und für sich ist, sondern weil es halt auch ein Dark Foam ist. Ne? Das ist für mich jetzt nicht so Bondi Sands, The Australian Tan, Salon Quality, Coconut Scent. Ja, ich denke, manche freuen sich darüber. Ich bin jetzt nicht so der Self-Tan-Fan und auch nicht von, also nee, brauche ich jetzt so nicht für mich, ne? Aber es ist hier mit drin enthalten. Ich glaube auch, dass es ein recht beliebtes Produkt ist. Und ich frage mich jedes Mal aufs Neue, wie Lookfantastic das hinkriegt, solche Limited Editions zu packen, weil die hier einfach mal eine Elemis Pro Collagen Marine Cream Lichtschutzfaktor 30 reingepackt haben. Alter Schwede, 30 ml. Ich glaube, allein das kostet doch auch seinen 70, 80 Euro. Holla die Waldfee. Das ist richtig, richtig krass gerade.
Hätte ich nicht mit gerechnet, finde ich fantastisch. Kollagen ist sehr, sehr gut für die Haut, das nährt die Haut. Elemis ist Marinekosmetik, was dann auch dementsprechend sehr hautberuhigend ist und den Baustein der Hautzellen halt auch sehr verwandt und dementsprechend auch für sensible Haut sehr gut geeignet. Elemis ist auch eine fantastische Marke. Die sind halt ein bisschen teurer, weswegen ich halt nicht so viel von denen mir so kaufe. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich von denen irgendwas in Boxen drin habe, weil das so gut ist. Ich liebe den Cleansing Balm, den die haben. Oh mein Gott, ist der toll. Ich mag so gerne einfach generell auch die Cremes, die die haben. Die sind so angenehm auf der Haut. Und jetzt haben wir hier eine Marine Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Das ist einfach krass. Heftig. Also wir haben was für den Körper, für die Haare, dekorative Kosmetik und Gesicht. Im Prinzip sind wir fertig, aber wir gucken natürlich noch weiter. Hier habe ich dann auch draufstehen, hey, guck mal nach, was hier alles so drin ist. Das ist quasi das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Dann habe ich hier noch von La Roche-Posay ein Produkt, Antelius Oil Correct. Wo stehst du denn? Na gut, das ist ja auf Englisch. Natürlich ist es ja auch eine Box aus England, ne? Aber ihr zahlt keinen Zoll oder so. Und wenn man die LEs bestellt, hat man normalerweise auch keine Versandkosten. Und ich setze euch natürlich auch einen Link zu der Box in die Infobox. Schaut gerne mal rein. Photo Correction Daily Gel Cream visibly reduces pores, corrects imperfections. Lichtschutzfaktor 50+. Hammer. 12 Stunden Mattifying Finish. Also du hast hier natürlich jetzt zweimal was fürs Gesicht. 50 ml mit B3. Das ist dann wahrscheinlich auch Niacinamiden. Also, Entschuldigung. Ich finde es richtig krass. Richtig, richtig krass. Und ich meine, ich mache so eine Gesichtscreme in einem Monat leer. Das ist kein Problem. Da haben wir jetzt zwei Gesichtscremes drin. Vielleicht für manche so, dass sie sagen, hätte ich vielleicht noch lieber eine andere Kategorie drin gehabt oder so. Aber also ich beschwere mich nicht, weil du kannst dann hier auch gucken, je nachdem, ne, wenn du halt richtig krass Sonne hast und du hältst dich viel in der Sonne auf, dann definitiv den 50er nehmen. Oder du sagst, nicht so viel, dann nimmst du den 30er. Wobei ich persönlich tatsächlich auch empfehlen würde, euch trotzdem nicht nur darauf zu verlassen, weil du wirst eigentlich nicht genug davon verwenden. Nee, das glaube ich nicht. Also du wirst nicht davon dir zwei Finger quasi ins Gesicht, das glaube ich einfach nicht. Das heißt, da würde ich dann trotzdem nochmal irgendwie was drüber geben. Aber das finde ich schon krass. Es sei denn, du kannst dir wirklich zwei Fingerlängen davon auftragen. Dann gönn dir hart, ne? Das kommt immer drauf an, wie das dann entsprechend auch auf der Haut wirkt. Ich werde immer gefragt, wie das hier mit den MADs aussieht. Das hier läuft dieses Jahr im Dezember ab. Aber bis Dezember hat man das easy aufgebraucht, ne? Also das sollte man normalerweise hinkriegen, weil das hast du ja im Sommer. Bei den anderen steht, glaube ich, so nichts drauf. Das hatte ich jetzt so nicht gesehen. Aber ihr fragt mich immer wieder, deswegen schaue ich auch vermehrt jetzt immer mehr. Das wurde 2023 irgendwie produziert. Das steht da jedenfalls von der Chargennummer so ein bisschen drauf. Und hier habe ich auch, glaube ich, kein MHD draufstehen. Nee. Und das NARS-Produkt ist eh ein relativ freshes Produkt vom Launch her. Also das ist relativ neu sowieso auf dem Markt, ne? Wow, das ist auch richtig geil. Das ist, ich trage es ganzjährig. Das ist aber eher ein Sommerprodukt von Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Wow, das ist richtig toll. Richtig, richtig toll. 75 ml haben wir hier drin. Ich mag das sehr, sehr gerne. Auch das scheint 2023 produziert worden zu sein. Dementsprechend easy peasy, Leute. Ne, das ist ganz entspannt. Und das zieht, also wie soll ich das sagen? Das zieht die Nasen auf sich, auf eine sehr positive Art und Weise, weil das ist halt auch sehr stark parfümiert. Das heißt, es bleibt auch wirklich auf der Haut, auf dem Körper und du riechst auch nach diesem Produkt dann entsprechend, ne? Und wenn ich dann darüber noch das Bodyspray, was ich habe, dazu noch drauf mache, ich glaube, dann ist es sehr, wie nennt man das, gourmandig, wenn man jemanden auch des Geruchs wegen aufessen, nein, nicht vernaschen will, ja, nicht aufessen. Falsch. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist halt, ich mag das. Das ist wirklich, wirklich schön. Auch das finde ich großartig. Das hatten wir letztens auch in einer anderen LE noch mit drin. Habe ich mich so drüber gefreut. Urban Decay All Nighter Long Lasting Make-up Setting Spray. 15 ml sind hier drin enthalten. Und das ist halt so eine perfekte Reisegröße. Ich hatte das oder habe das immer noch da. Also ich habe noch nicht mein aufgebraucht Video für Juni gedreht. Ich drehe dieses Video sehr, sehr weit im Voraus, weil ich diese Box aus Versehen ein bisschen eher gekriegt habe. Und genau. Ja, auf jeden Fall hatte ich das immer in einer kleinen Größe auch immer da.
und habe dann immer mein großes All-Nighter da einfach reingefüllt und wenn ich dann auf Reisen gegangen bin, mitgenommen, weil das ist die perfekte Reisegröße. Das ist so cool, Leute. Und ja, freue ich mich. Irre. Also das ist richtig, richtig, richtig toll. 1A für die Reise geeignet. Ein fantastisches Setting Spray. Das ist wirklich festtackernd. Also ich würde es auch nicht als Setting Spray, sondern als Fixing Spray bezeichnen. Und ihr bekommt halt Urban Decay auch noch bei Look Fantastic und könnt halt da auch mit Cloudy Welt entsprechend drauf sparen. Urban Decay ist nämlich gar nicht mehr so viel in irgendwelchen Shops vertreten, was ich sehr schade finde. Ist für mich so eine OG-Marke und ich freue mich darüber, dass es hier mit drin ist. Gut, ne? Eine Reisegröße, das ist jetzt ein bisschen klein. Jetzt, vor allem, wenn man jetzt so verwöhnt ist von den ganzen großen Größen, die wir jetzt bislang drin hatten, kommen wir mit klar. Dann machen wir hier weiter mit einem Serum, und zwar das Niacinamid oder Niacinamide Serum von The Inkey List. Das ist ein Serum, was du morgens und abends auftragen kannst. 30 ml sind hier drin enthalten. Und ich verwende aktuell auch Niacinamide abends. Das ist halt so mein Ding. Morgens verwende ich Vitamin C, abends Niacinamide. Und ja, das ist hier einmal drin enthalten. Was bei dem Serum tatsächlich das Positive ist, was ich auch noch mit anmerken möchte, es ist eine Marke, die kannst du dir auch nicht allzu weinend nachkaufen, weil die nicht so sack teuer ist, um das mal so zu sagen. Also wenn man sich halt in diese Formulierung und in das Finish und so verlieben sollte, dann tut es nicht so weh, wie jetzt zum Beispiel bei einer Elemis Cream. Also das ist dann tatsächlich ein bisschen schmerzhafter, wenn man sich dann die Originalpreise anguckt und sich denkt, nein, wieso macht ihr das? Ja. Dann habe ich hier als letztes Produkt von Lancôme, das Advanced Unifique Youth Activating Concentrate in 7 ml. Das macht schon mal so ein bisschen Laune auf Adventskalender, weil das ist die klassische Adventskalendergröße, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja, das ist ein Serum und das kannst du halt auch ganzjährig, ganz täglich, morgens, mittags, abends gefühlt anwenden. Und ja, auf jeden Fall ein schönes Serum, was ich auch schon ein paar Mal aufgebraucht habe und auch so einen leichten optischen Lifting-Effekt geben soll. Ihr Lieben, das war jetzt einmal die Box. Also ich finde, sie ist fantastisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben hier krasse Produkte drin und die bekommen wir für 75 Euro. Also ich kriege die Luke nicht mehr zu. Ich bin vollkommen ehrlich mit euch. Ne? Ich finde es so fantastisch. Gut, den hier hätten sie sich meiner Meinung nach sparen können, aber es passt halt in so eine Sommerbox mit rein. Ja, weil Sonne ist halt wirklich schädlich und dann ist es besser, wenn du dir einen Selbstbräuner auftust, wenn du wirklich braun werden möchtest. Ne? Sonnengebräunter. Möchte ich gar nicht, also von daher benutze ich das auch nicht. Aber ansonsten Lichtschutzfaktor mit dabei, Kopfhautpeeling mit dabei, diese Bum Bum Cream, ja, Fixing Spray, ein Blush, mega schön. Wobei ich da befürchte, dass das ein bisschen hell sein könnte und dass das zwar erstmal im ersten Moment richtig gut rüberkommt, aber im zweiten Moment denkt man sich, hätte vielleicht doch eher der deutsche Diva-Ton sein sollen. Der ist nämlich ein bisschen, oder Deutsche Vita, der ist nämlich, glaube ich, ein bisschen universeller. Trotzdem, ich meckere nicht. Was meint ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, der Link zur Box ist in der Infobox verlinkt. Darüber würdet ihr mich auch supporten, weil das ist ein Affiliate-Link. Der Code ist aber nur für euch und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Ihr Lieben, ich bin gespannt, was Look Fantastic als nächste LE raushaut, weil das ist schon mal krass. Und ich finde, diese Limited Editions übers ganze Jahr trösten einen auch ein bisschen, dass die Adventskalenderzeit noch ein bisschen hin ist. Denn da geht die Party halt ja auch noch mal ein bisschen ab. Ne? Ich bin echt gespannt, was Look Fantastic dieses Jahr für einen Adventskalender machen möchte, wenn die jetzt schon solche LEs raushauen. Egal, ihr Lieben. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.